Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom AZ Sports Coaching Podcast. Ich habe meinen guten Freund und sehr geschätzten Trainerkollege Oliver Welewski in der Bude. Er sitzt mir virtuell gegenüber in der Nähe von Würzburg. Herzlich willkommen, Olli. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann, André. Freue mich. Ja, das hat wie immer, wenn wir irgendwie kommunizieren, sehr unkompliziert funktioniert. Und ich spare mir jetzt mal kurz das Intro von dir. Also vielleicht kannst du das kurz selber machen. Einfach kurz ein paar, ich weiß nicht, ob du das hinkriegst, dich in ein paar Worten zu beschreiben. Also ich tue mich schwer, aber du kannst es wohl hoffentlich irgendwie besser. Ich versuch's mal. Ja, ich bin Olli, ich bin 40, ich mache seit 2009, bin ich im Bereich Kraft- und Konditionstraining unterwegs, als Personal Trainer am Anfang, und habe 2012 erst meinen Laden gegründet, kann man sagen. Also die Firma dann offiziell angemeldet vorher, also in der Selbstständigkeit sozusagen. Vorher war ich angestellt in einem Premium-Fitnessstudio und habe Klienten zwischen 16 und 76 gehabt. Und über Maschinentraining und Testierungen an Maschinen, wie gesagt, jedes Alter, jede Zielgruppe irgendwo auch assessed und auch denen tatsächlich weitergeholfen. Das war mir ganz wichtig. Ja, bis ich später gemerkt habe und es auch schon vorher ganz klar war, dass ich in die Selbstständigkeit gehe. Und ja, seit 2012 lege ich los, habe meinen eigenen Laden. Wir bilden Strength and Conditioning Coaches aus. Wir leben das mit Leib und Seele, vor allen Dingen ich. Ich bin total verrückt, was das betrifft. Also ich bin jedes Jahr auch unterwegs und mich weiterentwickeln. Und seitdem geht es halt irgendwie auch immer wieder total ab bei uns. Und jetzt sind wir umgezogen von Gerbrunn bei Würzburg nach Unterbleichfeld bei Würzburg. Wir haben Standortwechsel gehabt. Und das heißt, unser Headquarters der Strength and Conditioning Academy ist jetzt in Unterbleichfeld bei Würzburg. Und ja, das ist für uns jetzt auch mal wieder so ein kleiner irgendwie Reset-Button. Und von hier aus bilden wir dann Kraft- und Konditionstrainer aus. Aber wir, wie du weißt, André, da können wir später bestimmt nochmal drauf zurückkommen, bilden wir auch an dem Trainingswerkzeug aus. Und das ist die Expertise, die wir haben, sei es Kettlebell-Ringe, Landmine, Bandbell, und vieles, vieles mehr. Machen wir Workshops, Seminare und auch Instruktorausbildungen. Genau. Und in kurzen Worten, bin 40, Strength and Conditioning Coach und Speaker. Und das ist das, was ich jeden Tag lebe. Ja. Yes, yes. Sehr gut. Mein Fitness, ne? Richtig? Mhm. Ja. Oder Main Fitness. Das war damals der Gedanke, als wir angefangen haben, dass man es auch internationalisieren kann. Ganz genau. Ja. Doppeldeutig. Ja, ja, voll gut. Mhm. Sehr gut. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Du bist für mich immer schon jemand gewesen, wo ich das dachte so, der Junge ist wirklich seiner Zeit voraus, weil du natürlich auch so open-minded bist und sagst, ich gehe irgendwo hin und lass mich weiterbilden, und das Spiel kann man immer weiter drehen und man ist da in dieser Branche nie fertig, egal wie professionell man auftritt, ist man nie fertig und man muss sich immer weiterbilden, und das zeichnet das Ganze auch aus. Und das, also was du jetzt gerade gesagt hast, ist auch was ich mich gefragt habe, so bei Namensgebung. Manche, die geben sich einen Namen, weil es irgendwie denen einfällt, und später merken sie dann so, oh, internationaler wäre geiler gewesen, und da hast du ja dann schon die richtige Idee gehabt, also dieses Doppeldeutige, weil am Main, richtig? Und dann halt Main, also englischer Begriff, so dass egal wo du hingehst, mit Englisch kommt man ja meistens durch, dass man das einfach dann benutzen kann. Sehr cool auf jeden Fall. Ja. Danke dir, ja. Das war die Idee damals. Ja, es war aber schon auch, wie du schon gesagt hast, wenn du sagst, Zeit voraus, ich glaube, das ist so ein Thema der Leidenschaft und der Passion wieder, ne? Also wenn man dann so schaut, was gibt es denn um einen herum, was gibt es in Deutschland, was gibt es international. Und wenn man so ein bisschen die Verbundenheit hat zu dem Internationalen auch und auch international sich präsentieren möchte, das war der naheliegende Gedanke am Ende. Und entsprechend dessen, ist es so weit gekommen. Ja. Ich bin auch froh, dass ich gute Leute um mich herum hatte, André, muss ich sagen. weil in der Zeit hatten wir Fortbildungen laufen. Ich bin da so diesen Weg vom Kaufmann in die Richtung zum Fachwirt, zum Technischen und dann zum kaufmännischen Betriebswirt bei der Industrie- und Handelskammer gegangen. Und da hatten wir so eine wunderschöne
Lerngruppe. Ich würde sogar sagen, das war damals schon sowas wie eine Mastermind, ja. Oh, kein oh, Scheiß, ja. Also es war cool, richtig gut. Also wir haben uns da immer so gut ausgetauscht und da hatten wir natürlich auch diese ganzen Parts, Unternehmensentwicklung, Organisation etc. Und dann ging das los mit Corporate Identity, Design und so weiter. Und dann ist da ein bisschen was davon abgesprungen, würde ich behaupten, ja. Naja, genau. Ja, also definitiv, das ist ja diese Grundlage, das sind Sachen, die viele natürlich immer so ein bisschen vergessen, dass natürlich das Kaufmännische und Buchhalterische und das Ganze super wichtig ist. Und ja, manchen liegt es nicht und das gehört natürlich dazu. Und ich komme nachher nochmal, das ist eine sehr wichtige Frage, die ich dir nachher stelle, so wie so dein Standing ist, was die ja, Resonanz und die Priorisierung der Menschen angeht, was das Thema, also sagen wir mal einfach Fitness und Gesundheit angeht. Vorher will ich aber, also ich schreibe mir das mal auf, weil das wird sicherlich eine längere Antwort und da werden wir viel drüber reden, aber das ist was, da dachte ich sofort an dich, dass ich dich das fragen muss. Aber was mich aktuell interessiert ist, ob der Umzug gut funktioniert hat und wie lange diese Phase jetzt gedauert hat. Ich habe es ja jetzt nur über Social Media so mitbekommen, neue ja. Standort, die ziehen um. Jetzt, ich muss dazu sagen, ich kenne ja den alten Standort, ich durfte ja bei dir auch schon trainieren und ich durfte bei dir auch schon eine Instructor-Fortbildung machen. Das haben wir allerdings nicht bei dir gemacht, sondern in unserer alten Location. Ja. Aber in Münchingen. Ich durfte ja bei dir in deinen alten Headquarters, durfte ich ja auch schon trainieren. Das war ziemlich cool. Genau, einfach mal kurz über das Aktuelle. Wie gut hat das funktioniert? Wie zufrieden bist du? Ja, es hat sehr gut funktioniert. Ich habe auch wieder die richtigen Leute gehabt. Eine Mitarbeiterin, die Anna. Die Anna hat richtig reingehauen. Auch ihr Mann hat sehr, sehr stark unterstützt bei dem Umzug, weil du weißt ja, wie das ist, wenn du dann erstmal alles reingestellt hast. Dann hatten wir den Boden auch noch verklebt mit zwei Komponentenkleber, den Rasen. Ja, wir hatten viele Rasenfläche, vielleicht kannst du dich erinnern. Absolut. Das war natürlich eine Sauarbeit. Ne? Dann hatte ich in der Zeit eine schwere Grippe und direkt danach Corona. Und wir sind innerhalb von 3 Monaten da raus gewesen. Also was heißt 3 Monaten? Also wir haben eigentlich angefangen im November und waren dann im Mitte Januar hier. Also das war wirklich ein Turbo-Umzug, kannst du sagen. Und da bestätigt sich es auch wieder, dass du mit den Menschen, die um dich herum sind, wenn die dann auch da sind für dich, dann weißt du einfach, das ist das richtige Umfeld. Das sind die richtigen Leute, die gehen aus ihrer Komfortzone, um dir dann zu helfen. Also das war wirklich so ein kleiner Knackpunkt, weil eigentlich hätte ich, als ich da krank war mit der schweren Grippe und mit dem Coronavirus direkt danach, hätte ich da eigentlich in dem Moment den Boden selbst wegmachen müssen. Aber das musste dann Anna und ihr Mann machen, plus mein Papa. Genau, okay. Ohne mein Papa geht eh nichts. Ne? Ja, genau, also das hat aber alles in allem wunderschön funktioniert und die Leute sagen jetzt einfach nur, wie habt ihr das eigentlich geschafft? Da habe ich gesagt, das war Hardcore-Arbeit, ne? Von morgens bis abends. Und da hatte ich ein geiles Umzugsunternehmen hier in Würzburg, das ist die Firma Walk. Die Firma Walk, das ist auch ein Klient von mir, der Geschäftsführer. Cool. Und dann war das auch sehr unkompliziert mit dem Ablauf. Da kamen die mit den LKWs und das ist alles wunderschön von der Bühne gegangen, sozusagen auf die Bühne und dann wieder von der Bühne weg. Ja. Naja, in solchen wichtigen Situationen zeigt sich ja dann doch, wer dann so für dich da ist. Und das das sind dann ja manchmal auch Member, mit denen man dann gar nicht rechnet, die sagen, ja, ich bin auf jeden Fall am Start, logisch, ich helfe da, wo ich kann. Ja, voll. Und dann wertschätzt man das nochmal viel mehr, weil es ist ja immer so ein Geben und Nehmen, ne? Ja, also, ja. Und am Ende geht es um den Menschen, ne? Irgendwo. Ja. Weil wir arbeiten mit Menschen und wir kennen... Bei uns sind es keine Karteileichen, die haben alle einen Vor- und Nachnamen, jetzt unabhängig von den Mitarbeitern natürlich, aber das ist genau das Coole, ne? Weil die fühlen sich auch gewertschätzt, wenn sie zu jeder Session kommen und auch wirklich ihr Training individuell kriegen und dass jeder, bei uns herrscht ein saugeiles Klima, das muss ich wirklich sagen, also die Leute haben richtig Bock, die kommen, die freuen sich auf die Sessions und dann siehst du halt auch abseits von dem, die nehmen ja eine Dienstleistung wahr am Ende, aber daraus entstehen irgendwie auch Freundschaften. Und das war bei uns eigentlich immer so, deswegen nennen wir das Ding immer MF-Fam, nicht Motherfucking-Fam, sondern Main-Fitness-Fam. Aber auch. Könnten wir auch Motherfucking-Fam nennen. ja, genau. Absolut. Also MF-Fam ist schon voll am Start bei uns und dafür bin ich sehr dankbar. Und auch in dem Zuge kann ich auch sagen, also die Customer-Journey ist bei uns enorm lang.
Das heißt, wenn die 2012 angefangen haben, wir haben teilweise immer noch Leute aus 2012 da. Ich sage mal, wir sind ein Mikrostudio und es ist ein geplantes Training von 6 bis 7. Es ist bei uns etwas eine rollierende Planung. Wir haben kein System dahinter, was jetzt, ich sage jetzt ein technisches System. Das System ist, du bist angemeldet, wir warten auf dich. Von 6 bis 7 bist du da und das kannst du dir vorstellen, seit 10 Jahren. Und da gibt es Leute, die kommen immer zum gleichen Tag, zur gleichen Uhrzeit und tauchen auf. Und da baust du halt eine Beziehung auf. Ja. Und das haben wir total gespürt und deswegen bin ich auch total dankbar. Es ist natürlich Energie, die wir geben am Anfang und dann kommt auch Energie zurück. Ne? What goes around, comes around. Absolut. Das ist immer das Geile. Ja. Absolut. Ja, ja, definitiv. Ja, das ist sehr geil. Ich hoffe, dass ihr... Wie groß ist denn die Entfernung in Kilometern jetzt vom alten zum neuen Standort? Kilometer kann ich dir gar nicht genau sagen, also 10 Minuten mit dem Auto, 15, okay. Also von, ja, so 10 bis 15 Minuten, ja. Und ich gehe mal davon aus, dass, also ich hoffe, dass fast alle mitgegangen sind. Ja, absolut, also wir haben praktisch niemanden, für die meisten ist es sogar günstiger jetzt die Anfahrt. Vielleicht sind es 2, 3 Leute, die es momentan jetzt nicht schaffen. Aber alle anderen sind da und wir haben eine Eröffnung gehabt und wir haben jetzt schon, ich glaube, 10 bis 15, vielleicht sogar bald 20 mit dem Online-Membership, 20 neue Mitglieder. Das ist für uns gut, weil wir sind ein kleines Gym, also so 250 Quadratmeter und es ist natürlich ein Mikro-Gym und du weißt ja, wie das läuft. Es ist jetzt kein großer Laden, wo es darum geht, die Leute über die Maschinen zu bewegen, sondern das ist individuell betreut und da hast du dann 10 pro Stunde Maximum. Genau, und da ziehen wir die Ressource aus dem Laden schon gut raus jetzt langsam. Wir bieten auch nicht jeden Tag momentan Training an, weil wir eben auch noch, weil ich halt Educator bin, auch noch für die Strength and Conditioning Academy, aber eben auch zum Beispiel für RKC Germany, die RKC D-Lizenz, C-Lizenz und B-Lizenz machen und entsprechend dessen viele Events immer an den Wochenenden sind. Das heißt, wir haben auch so den Freitag zum Beispiel, den haben wir uns komplett für Eventvorbereitung am Wochenende immer freigehalten oder für andere Arbeiten. Genau. Okay, deswegen, das heißt, ihr habt gar nicht jeden Tag Classes drin. Nicht mehr jeden Tag. Früher hatten wir von Montag bis Freitag Classes drin. Jetzt haben wir momentan von Montag bis Donnerstag, kannst du sagen. Und Freitag ist so ein Off-Day. Und wir teilen das bei den Coaches auch auf. Die Mittwochsklasse wird gerade ein bisschen umstrukturiert. Das heißt, also da kommt zum Beispiel von Anna Fietz, der ersten Iron Maiden aus Deutschland, die 24 Kilo gepresst hat, Pistol Squat und Pull-Up geschafft hat. Die Konzept, diese Challenge. Genau, sie coacht bei mir. Sie ist bei mir durch die Ausbildung gelaufen, durchs Mentoring gegangen und so weiter. Und sie coacht bei mir und sie wird da eine Klasse aufbauen. Auch was Women in Training betrifft, beziehungsweise schon eine Strength and Conditioning Class, aber auch die Aspekte von Frauen im Krafttraining mit einfließen lassen, so speziell. Und an diesem Tag haben wir dann auch noch Speciality Class danach, die wir planen, wie beispielsweise, mit Sicherheit sagte Landmann University was und Band Bell. Also das sind so relativ speziell für die meisten in der Zielgruppe. Und da bauen wir diese Art von Training auf und aus, genau. Ja, geil, sehr geil. Ja, ja, das ist, also ich bin ja auch viel unterwegs, aber das war auch der Grund mit, weil ich natürlich immer wieder schaue, was macht der Olli so. Wir laufen uns natürlich immer mal wieder über den Weg, treffen uns bei FIBO zum Beispiel. FIBO, dann haben wir uns gesehen beim vor ein paar Jahren Perform Better Summit in München. Da waren wir immer wieder und dann, klar, man schaut so, weil es gibt natürlich, ich reduziere das jetzt mal auf den süddeutschen Raum, aber ich glaube, ich kann das für ganz Deutschland sagen, es gibt nicht so viele Coaches, die so auf diese Art und Weise arbeiten, wie du das machst oder wie du das mit deinem Team machst. Und deswegen, es sollte mehr davon geben, weil dieses Spezielle, und es ist ja alles sehr erklärungsbedürftig, was wir da machen. Also man muss das schon erklären, weil man versucht es ja, und das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen der Struggle, man versucht ja, wenn man jetzt eine Website hat, und sollte man natürlich haben, man guckt auf die Website und irgendjemand, der jetzt zum Beispiel ein ganz normaler, weiß nicht, Fitnessstudio-Gänger ist, oder schaut sich deine Website an und denkt sich dann, ja, okay, was macht der Typ da? Also RKC, Bandbell und so, das sind dann für die Leute schon so übelst spezielle Begriffe, mit denen sie erstmal nichts anfangen können.
Und die Kunst ist es natürlich, den Leuten dann das so kurz und knapp rüberzubringen, dass die sagen, eigentlich probier es aus, dann spürst du es, weil was soll ich dir jetzt hier groß erklären und Vorträge machen? Mega, mega gut, dass du das, du bist schon weiter als Coach als die meisten, die da drauf rumspringen ohne Witz. Weil vom Prinzip müssen die Leute fühlen, ne? Immer. Die müssen das immer fühlen, gerade also das Thema Bandbell, was du angesprochen hast, die müssen es fühlen. Ja. Jeder kann dir erzählen, dass oszillierendes Training toll ist, jeder kann dir erzählen, dass diese Stange die beste ist, ne? Aber wenn sie es ausprobiert haben, dann können sie sich wirklich in dem Meinungsbildungsprozess irgendwo kategorisieren und dann anfangen, ihre Meinung auch, ihre Schublade aufzuziehen. Ne? Nicht nur durch die ersten Momente, wo man sich kennenlernt, wird so eine Schublade aufgezogen, sondern dann auch, wenn man dann in die Aktion geht, dann wird es bestätigt oder nicht bestätigt, die Meinung, die man hat. Und bei Bandbell speziell, Sascha bei euch, der hat sich ja zum Bandbell Kinetic Training Instructor bei uns ausbilden lassen. Er feiert es extrem. Also, es ist schon geil. Es ist geil. Er ist voll am Start. Ja. Genau, er hat auch gesagt, das musst du einfach anfassen, ne? Und das ist extrem wichtig. Du musst es anfassen, du musst es bewegen. Und Jim Sizer, der CEO von Bandbell, hat auch immer zu mir gesagt, ey, Olli, es ist wirklich so, wenn die Leute bei euch, damals waren wir noch nicht auf der FIBO damit, aber wir waren ja letztes Jahr dann auf der FIBO mit Bandbell und mit SEC, also mit unserer Kraft- und Konditionsakademie, als die Leute es angefasst haben, die haben also gesehen, okay, das ist irgendwas abgefahren, das wackelt, das ist wie so ein Federeffekt, ne? Kettlebells an Bändern, an der Bambusstange, Bambus in Anführungszeichen, was ist denn das? Dann ausprobiert und das Witzige ist, die werden alle positiv schockiert, also die lachen alle, es ist wie damals bei den Ringen, ne? Wenn jemand Ringe sieht, dann hängt er sich hin und grinst erstmal und schwingt ein bisschen rum, ne? Und bei Bandbell ist es so, die gehen hin und sind erstmal positiv geschockt. Also das Grinsen geht gar nicht mehr aus dem Gesicht raus, ja. Absolut. Das ist geil. Ja, und das ist ja, wirklich, also ich sehe es ja jetzt, weil der Sascha, der hat ja jetzt auch einmal die Woche freitags eine Class drin, die er dann also wirklich sehr leidenschaftlich unterrichtet, weil er sich bei dir hat ausbilden lassen und auch gesagt hat, in unserem Trainingskonzept brauchen wir auch was, also wir brauchen das, so, er hat es irgendwie gespürt, gesehen, gemerkt und so weiter. Und er, also wenn ich ihn trainieren sehe, weil er trainiert ja auch nicht immer im Gym, sondern er trainiert ja dann auch zu Hause, dann ist er immer an der Bandbell dran. Ja, also er ist wirklich ständig dran. Er lebt und liebt es und er feiert extrem und genauso kann er es auch an die Leute weitergeben. Und dieses Bandbell-Training ist ja was, wenn du es jetzt von außen betrachtest, dann denkst du dir, ja okay, also ja, das ist jetzt eine, sieht aus wie eine Langhantel, ah, die hat ein bisschen eine andere Optik und was soll da jetzt so krass sein? Ja? Also du weißt ja, wir sind momentan ja noch in dem Studio untervermietet, wo dann auf der anderen Seite ganz normale Gerätschaften sind und die Leute laufen da vorbei und sehen, also wir bezeichnen uns immer wie so ein Live-YouTube-Video, das die Leute da anschauen können, also so der normale Fitnesspöbel, wenn ich mal so sagen darf, der schaut bei uns auf die Fläche und sieht dann, wie wir mit diesen Bandbells jetzt zum Beispiel arbeiten. Absolut. Und die denken sich dann, ja, okay, ist krass, so weiß ich nicht. So, aber die Leute, die da mitmachen, und es ist dann bei uns jetzt eine kleine Gruppe gewesen von 5, 6, 7, 8 Leuten, jeder, mit dem ich gesprochen habe, okay, richtig krass, next mega level, ganz anderes Ding und so, lieben das auch wirklich. Aber wie du gerade eben schon gesagt hast, wenn du das von außen betrachtest, kannst du nicht beurteilen, wie sich das anfühlt. Ich habe am FIBO-Stand habe ich es ja auch gemacht und ich kannte es vorher auch schon, aber ich habe es nie wirklich in mein Training integriert. Du hast es bei Intelligent Strength, oder? Hast du das? Da hatten die, genau, in Wien. Die haben ja auch Skateboard, oder? Ja. Die hatten, die haben ja, soweit ich weiß, alle, ja, mal, Langhand, alle Langhand-Versionen, die es so gibt. Die steht da einfach bei denen. Aber wenn du dich damit nicht auskennst, wirst du die auch nicht benutzen, wenn du nicht weißt, was es für einen Benefit bringt. Mhm. Und man sieht immer wieder Leute, die sich eine normale Langhantel holen und auch Bänder nehmen und auch Kettlebells, um das so ein bisschen zu imitieren. Ja. Und selbst Trainer, die bei uns arbeiten, haben dann als er es eingeführt hat, kurz nachdem er bei dir war, haben zum Sascha dann gesagt, ja gut, das mache ich ja eh schon mit Langhantel und ich hänge das dahin. Das ist ja witzig, ja. Das ist dasselbe. Aber und dann so sein Gesichtsausdruck, nee. Es ist nicht das Gleiche. Dazu gibt es sogar Evidenz, Steelbar mit Bändern und Kettlebells versus die Original Earthquake Bar versus praktisch ein Besenstiel mit Bändern und Kettlebells, wo die Puffgefahr natürlich groß ist. Evidenz sagt am Ende, du bekommst bei gewissen gesetzten Parametern bis 60% vom One Rep Max die gleiche Muskulatur wie in der Steelbar grundsätzlich,
aber du bekommst mehr Stabilizer-Work und darum geht es am Ende. Das heißt, du hast den gleichen Hypertrophie-Effekt, also Muskelaufbau-Effekt, plus du kriegst diese kleinen vernachlässigten Muskeln in dein Training autokorrigiert angeschmissen. Das heißt, die werden angeworfen, deswegen ist auch eine Earthquake-Bar, wenn man das wirklich ernst meint mit den Leuten und denen einfach zeigt, wie das geht, ist das ein super Effekt, um den Groove in jedem Mainlift oder Primary Lift wie Bench Press, Overhead Press, Squat, Deadlift, da musst du dich halt ein bisschen erhöhen, zu teachen. Weil die werden sich autokorrigieren durch dieses multiplanare Widerstandsprofil. Das Ding wackelt, also es federt sozusagen, aber es pendelt auch ein bisschen. Das heißt, die autokorrigieren sich selbst. Und dieser Effekt ist halt einfach grandios auch zum Bewegungslernen und in der Durchführung dann einfach top. Was wir auch wissen, ist, dass diese Core-to-Extremity-Geschichte, das heißt proximale Stabilität, also alles, was von innen, von dem Core beispielsweise herausgeht, in die distale Athletik gepusht wird, heißt also, alle Strukturen springen an. Und dieser Irradiationseffekt, einfach erklärt, wenn du fester zugreifst, springen die Muskeln nebenan mit an. Den hast du auch noch, weil die Bar etwas dicker ist. Das heißt also, hier wird, also die Bar ist einfach genial. Man muss sie wirklich probieren. Mhm. Und die Leute sind halt an, wenn die dann trainieren. Selbst der Anfänger kann sich grooven durch ein gutes Teaching am Anfang, wenn die Sicherheitsregeln eingehalten werden. Denn die Bar kann natürlich auch überfallen. Da gibt es aber wunderschöne Videos auch von dem CEO von Bandbell, Jim Sizer. Kann man einfach YouTuben. Da zeigt er, wie belädst du eine Earthquake Bar und wie bewegst oder wie bringst du die Gewichte wieder sicher runter, weil die wiegt ja nur 2,7 Kilo, André. Die wiegt nur 2,7 Kilo, fast 140 Kilo. Darauf sind die getestet, die Dinger. Das heißt, die Amis pushen das immer mehr, ne? Der sagt, es gibt so ein paar Verrückte, die pushen das Limit von der Earthquake Bar, ne? Aber da muss das mal so stark sein. Ja. Und übrigens, da gibt es auch eine E-Max Bar, das ist dann die verlängerte Version, wo du nochmal ein Slot mehr zum Beladen hast. Die haben wir auch bei uns. Okay. Um halt eben noch mehr rauszuholen, aber erstmal musst du so stark sein. Ne? Du kannst ungefähr am Anfang, wenn du 100 Kilo Bankdrücken schaffst, wirst du ungefähr bei 30 bis 40 Kilo schon kapitulieren. Ja, absolut. Ihr hattet ja so eine kleine inoffizielle Challenge auf dem Stand, auf der FIBO, wo ihr dann die Leute eingeholt habt. Und ihr hattet, glaube ich, mit Bench, ne? Ihr hattet eine Bench. Ja, Benchpress, die Bandbell Deathmatch Challenge. Die macht er immer auf den Arnolds Classics in Columbus, Ohio, macht er jedes Jahr und die haben wir von ihm übernommen. Das ist seine Challenge, die hat er erfunden sozusagen. Aber das Deathmatch hat gezeigt, dass auch, da war einer dabei, es war in seiner Gewichtsklasse, ich glaube, deutscher Meister im Bankdrück. Und das Steelbar natürlich. Der kam nicht klar mit 16 Kilo links und 16 Kilo rechts. Der kam nicht klar. Der konnte sie nicht stabilisieren. Also er hatte nicht die Lockout-Strength und die Stabilizer, wenn die Ellenbogen gestreckt waren, die wäre ihm fast weggeflogen, diese Bar. Aber wir haben immer mit Spotter gearbeitet, deswegen war alles gut. Ja, genau. Ja, also ich glaube, dass man eben auch die Sportler, und du hast es ja jetzt gerade beschrieben, der war jetzt halt ein Sportler, der war jetzt halt in einem Segment, ist der halt gut. Spezifisch stark, definitiv. Wenn der halt deutscher Meister im Bankdrücken ist, dann wissen wir, was der so macht die ganze Woche über. Der will natürlich da nochmal hier 0, und da nochmal ein und dann perfektioniert er seine Brücke und was auch immer. Ja. Und dann bleibt halt am Ende des Tages nicht mehr so viel übrig, was dieses unterstützende Accessory-Training angeht. Und ihr habt sicherlich ihn zum Nachdenken gebracht, dass er sagt, oh, ich könnte auch mein Trainingskonzept mal überdenken. Vielleicht steigere ich da meine Leistung auch nochmal, wenn ich mit so einer anderen Bar arbeite. Absolut. Bleibt nicht immer Louis nur an meiner normalen Lange. Würde jetzt sagen, ja voll, André, sorry, dass ich unterbreche. Louis Simmons würde jetzt sagen, wie groß ist deine Base oder wie groß ist deine Pyramide? Ne, also wie ist deine General Base, wir sagen mal GPP dazu, General Physical Preparedness, ist diese Basis groß bei dir? Zum Beispiel, wenn jemand ein Powerlifter ist, dann die Westsider trainieren seit 2002 und schon vorher mit irgendwelchen Konzepten von Jim Sizer an diesen Bamboo Bars oder Earthquake Bars, also die haben es Bamboo Bar immer genannt, um sich gesund zu halten, weil die Prime Mover dominant sind im Powerlifting natürlich, oder in allen Sportarten, wo du spezifisch arbeitest, ist der Prime Mover dominant. Beispielsweise Bankdrücken ist klar, die Innenrotatoren dominant. Ne? Was machen die Stabilizer? Die verhungern irgendwann. Ne? Und deswegen sollte das General Physical Preparedness Training irgendwo für den
Derjenige, der bei uns war am Stand und der wirklich diese 16 Kilo pro Seite als deutscher Meister im Bankdrücken in seiner Gewichtsklasse spezifisch Bankdrücken, ne? Sollte der vielleicht mal an seine General Base denken und in seiner Vorbereitungsphase öfter Stabilizer trainieren, vielleicht sogar, wie schon gesagt, mit Earthquake Bar, nennt man ja Unstable Load Training, aber auch Unstable Surface Training auf dem PC-Ball, so blöd wie das klingt, Push-Ups zu machen, ist eine geile Sache, weil das ist das Pendant. Was machen die Füße, wenn du auf wackeligem Untergrund stehst? Was machen die Hände, wenn du auf, auf dem Bosu-Ball bist? Ne? Also praktisch jetzt hier nur andersherum, jetzt kannst du endlich die Grundübungen oszillieren, trainieren, eben nicht mit so einem Flexibar. Aber das ist schon so, hat so ein bisschen, also ein bisschen ähnlich, oder? Ja, also der Flexibar ist eine total geile Erfindung, nur du bist limitiert von dem Progressive Overload irgendwann. Absolut. Du bist irgendwann limitiert. Also ich würde sogar sagen, dass das eine geniale Erfindung ist, weil die Leute können oder müssen mit dem Rhythmus von diesem Flexibar arbeiten, sonst würden sie sich wehtun und deswegen aktivieren sie sich. Also auch hier Selbstkorrektur irgendwo. Entsprechend dessen, wenn du jetzt Unstable Load Training nimmst, wie von dem Bandbell-Produkt, der Earthquake Bar als Beispiel, da ist es dann praktisch genau das Gleiche, nur in den Grundübungen, wie wir sie kennen. Wenn jemand jetzt nicht weiß, was Grundübungen sind, naja, ganz klassischerweise gehen Grundübungen durch, Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken und alle Variationen irgendwo dazu. Und Assistenzübungen werden oft klassifiziert als der Ruderzug etc. in den Varianten und was es halt eben noch so gibt. Aber wenn man die jetzt mit Load, mit Unstable Load beladen kann, das ist halt einfach nur eine sehr geniale Idee. Und wer auf die Idee gekommen ist, Jim Sizer, der hat es natürlich geschafft. Ne? Du siehst, so eine Denke auch mal, Outside-the-Box-Thinking ist halt total wichtig, auch bei uns in der Branche. Und er war ja professioneller Bodybuilder und er ist aus der Not heraus, ist der auf dieses Produkt gekommen, weil er gesagt hat, er hat ewig Shoulder Pain gehabt, die ganze Schulterschmerzen, Hüfte war, glaube ich, auch dabei. Und seine Lösung war dann einfach, er hat es einfach getestet, hat einen Besenstiel genommen, Bänder dran gehangen, leichte Gewichte, und er hat Benchpress gemacht damit. Und für ihn hat es funktioniert. Er hat nur gesagt, es war halt irgendwann unsicher, weil er wurde irgendwann stärker und mehr Gewicht auf dem Besenstiel. Der hat halt irgendwann die Strecke, also irgendwann verformt es sich, das Ding sich halt plastisch, ne? Weil es nicht dafür ausgelegt ist, es bricht dann einfach. Zack. Und nach der Verformung kommt der Bruch irgendwann, ne? Und deswegen ist es dann, hat er gesagt, okay, er muss jetzt hier was machen, weil es funktioniert für seine Schultern. Ja. Und dann hat er das weiterentwickelt und wie schon gesagt, wie groß ist die Base? Wenn jemand jetzt da zu tun hat, die Westsider wissen das schon ewig. Die wissen das schon ewig, dass sie eben ihre General Work erhöhen müssen, um eben nicht der Spezifizität zum Opfer zu fallen. Absolut. Also das ist auch das, was ich als Feedback bekommen habe. Und deswegen hat sich das bei mir auch im Kopf so ein bisschen verbunden mit dem Flexibar, dass wenn du, und der Sascha ist ja zum Beispiel auch einer, der geht an das Ding ran und sagt, boah, ich habe immer mal wieder mit der Schulter hier Probleme oder da. Oder ich habe da so den einen oder anderen Kunden gehabt, der hat dann Probleme gehabt, weißt du, Golfer, Ellbogen und Tennis und diese ganzen Dinger da, diese Kleinigkeiten, die dich aber natürlich in deinem normalen Trainingsfluss stören. Und die haben dann eben damit angefangen, das gemacht und haben relativ in kurzer Zeit, und das kannst du sicherlich ja auch bestätigen, in kurzer Zeit haben die eine Verbesserung gemerkt, weil sie eben dann da auf dieses Verletzungsbild eben positiven Feedback bekommen haben durch das. Und es hat nicht 2, 3, 4, 5 Monate gedauert, sondern es war halt innerhalb kürzerer Zeit. Und da dachte ich mir, hey, sowas habe ich in meiner Anfangszeit als Fitnesscoach, wo ich ganz normal im Studio auch war, so wie du. Und dann hat man die ganzen Aerobic-Kurse gehabt und dann gab es diese, ich weiß nicht, wann das aufgetaucht ist mit den Flexibars, sagen wir, weiß ich nicht, wann das war, Anfang der 2000er oder so vielleicht. Und dann ging es immer mit dem Stab und Schwingen. Und es waren ja auch so ein bisschen so Reha-Maßnahmen, die man dann so eingeleitet hat. Und es hat den Leuten aber auch geholfen. Die Problematik war aber, man hat den Stab halt immer in der Hand gehabt und man hat halt auch von Unterkörper relativ wenig Übertrag gehabt. Ja, weil es tatsächlich natürlich über den knöchernen Hebel, über die Hände, über die Hand, über die Arme, Oberarm verbunden ist dann. Ne? Da hast du halt letzten Endes fokussiert da trainiert, absolut, bin ich voll bei dir. Und wie du sagst, stell dir mal vor, du kannst als Coach jemanden eine einfache Maßnahme geben, beispielsweise bei Schulterschmerz, kleine Entzündung oder einfach auch eine schlechte Haltung, ja, optimierst den mit ein paar kleinen Drills. Beispiel, ich war auf dem Functional Training Summit als Speaker letztes Jahr
und habe da auch einen Stand gehabt mit Bandbell. Und da war jemand mit einer verkalkten Schulter. Der hat gesagt, er kann kein Bankdrücken mehr machen. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir skalieren den Load und du wirst es einfach mal probieren. Das heißt, er war die Range of Motion, der Bewegungsbereich, war, wenn man sich jetzt vorstellt, man liegt auf der Bank und dann führt man den Ellenbogen am Körper, am Rippenkäfig vorbei. Das war für ihn ein No-Go. Diese Schulterstreckung, die Schulter da aktivieren muss, auch die Muskeln vorne waren noch so ein bisschen fest, ne? Also der Brustmuskel, der kleine Brustmuskel. Das heißt, diese Shoulder Extension ging gar nicht mehr so gut, weil die Schulter hat es nicht zugelassen. Jetzt pass auf. Ich habe ihn einfach nur kurz erwärmt. Der hatte 10 Kilo links, 10 Kilo rechts, oszillierend mit einem relativ leichten Band, dass es ein bisschen oszillieren kann schon mit wenig Last. Und da hat er erstmal einen Bench Hold gemacht. Das heißt, er hat nur aus einer Lockout-Position gestreckt, relativ sicher, einfach nur kurz gehalten. So, dann hat er abgesetzt, hat sich kurz erholt, hat das Gefühl, hat gesagt, Alter, das ist ja beeindruckend. Was passiert denn da gerade? So, und der nächste Satz war dann so, jetzt versuch mal in die negative Phase vom Bankdrücken zu kommen. Also lass die Stange langsam ab. Und ich habe gar nicht gesagt, wie er das machen soll. Ne? Ich habe ihn einfach machen lassen. Und er hat durch dieses Oszillieren gleich seinen guten Groove gefunden. Dann war er ganz unten, habe ich ihn gefragt, hast du Schmerzen, damit ich ihm helfen kann, falls er Schmerzen hat? Er hat gesagt, nee, ich habe keine Schmerzen. Ja, dann drückt die Bar wieder hoch. Mhm. Dann hat gesagt, ja, ich bin schmerzfrei. Und was heißt das? Die meisten Leute, die Probleme in den Gelenken haben, haben A, ein Defizit, in der Regel zentralnervös, das ist nicht sicher genug. Es muss erstmal ein sicheres Milieu aufgebaut werden. Das ist Punkt 1. Dafür habe ich gesorgt. Ich war für ihn da, ich hätte ihn spotten können. Er hat sich sicher gefühlt. Er hatte mit den Füßen Kontakt zum Boden, er war mit dem Popo auf der Bank, er war mit der Brustwirbelsäule und mit dem Kopf auf der Bank. So, relativ sicher. Du liegst, du presst dich auf die Bank, sehr sicheres Milieu. Der nächste Step ist dann aber zu sagen, die Stabilizer mit zu involvieren, um dem Nervensystem mehr Sicherheit zu geben. Und das habe ich mit dem ersten Drill gemacht, wo er einfach nur gehalten hat und gespürt hat. Und dann hat er in dem Moment die Stabilizer angeworfen. Das habe ich ihm nicht gesagt. Er sollte es einfach nur spüren. Und dann war er vorgetriggert. Das heißt, er ist dann ins Bankdrücken rein mit einer Voraktivierung. Das heißt, der Drill war letzten Endes, ich habe ihn vorbereitet. Danach habe ich ihn durchführen lassen. Den Exzentrik hat er langsam gesteuert. Durch die Oszillation muss der Core arbeiten. Mussten die kleinen Muskeln arbeiten, dann ist er runter, hat hochgedrückt, kein Schmerz. Und das kannst du, da war 60 plus der Typ. Der war 60 plus und hat gesagt, mir hilft nichts mehr, so nach dem Motto. Also sorry, wenn man das so leicht hinkriegt, ich hätte das gerne vor zehn Jahren auch gewusst, ja, dass man sowas so leicht hinkriegt. Ne? Was habe ich damals gesagt? So ja, der Arzt sagt Trainingspause und du als unerfahrener Coach sagst dann so nach dem Motto, shit, der Arzt sagt Trainingspause, verdammt. Ja. Was soll ich jetzt machen, ne? Verbessere die Beweglichkeit. Steht ganz oft leider ein großer Fehler, die Beweglichkeit zu verbessern bei einer Struktur, die instabil ist. Großer Fehler. Deswegen erst Stabilität, Sicherheit und dann Stabi in der aktiven Beweglichkeit fortführen. Das nennt man dann Mobility durch Krafttraining, würde ich sagen. Genau, und dann lass ihn machen. Ne? Aber das weißt du dann halt nicht. Ne? Deswegen sage ich, das ist einfach genial, um halt die Leute wieder schneller reinzukriegen. Das Gleiche funktioniert natürlich für die Hüfte im Squat. Wenn du Defizite in der Hüfte hast und in der Ansteuerung auch, in der Position auch ganz oft, limitiertes Bewegungsausmaß, mach Box-Squats oder mach Rack-Pulls, wenn du Schmerzen im Rücken hast mit der Earthquake-Bar. Dass du dich praktisch, keine Ahnung, auf Stufe von deinen Knien, Knieposition, Hebebewegungen einleitest, um die Leute wieder in den Groove zu kriegen, wieder aufzubauen, weil die Voraktivierung der Muskulatur ist halt genial. Und letzten Endes müssen wir als Coaches immer darauf achten, dass wir die Leute richtig anpacken, ne? Und uns relativ schnell ein Bild von machen, was möglich ist bei der Person. Das heißt immer Screen oder Test, Retest, ne? Genau. Ja, das also ist ein bisschen ausgeartet, sorry. Nee, macht gar nichts. Soll ausarten. Okay, dafür bist du da. Ich bin im richtigen Podcast hier. Dafür bist du da, dass es ausartet. Weil du gerade Squat und so angesprochen hast, das ist wirklich was, das hält sich so hartnäckig halt auch. Und ich bin ja auch in unterschiedlichen Gyms unterwegs. Ich bin in so einem normalen Gym, wo ich halt einfach schon seit über 10 Jahren da so Functional-Kurse gebe. Und ich finde es auch gut, das ist kein spezielles Gym, sondern die haben einfach einen Functional-Raum, der auch gut ausgestattet ist, weil ich da auch ein bisschen mitentscheiden durfte, dass da ordentliche Kettlebells drinstehen und nicht diese Kunststoffdinger da. Und dass da zum Beispiel auch ordentliche Ringe hängen und nicht irgendwas.
Und weil die zu mir gesagt haben, ja, wenn du hier Kurse unterrichtest, was brauchst du für Material? Und dann habe ich gesagt, willst du es wirklich wissen? Dann kriegst du eine E-Mail von mir, was ich an Material brauche. Das wird toll für dich, mein Freund. Ja, und dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben und 80% von den Sachen haben sie dann geholt. Und seitdem kann ich halt da gute Kurse unterrichten. Und was im restlichen Studio da passiert, das ist mir relativ egal. Ich bin da einmal die Woche und mache einen guten Kurs. Und es spült mir natürlich, deswegen mache ich es immer noch, weil ich könnte diesen Kurs auch sein lassen und immer einfach nur beim Sascha arbeiten und nur selbstständig. Aber es spült mir die ganz normalen Menschen rein, die sich eben in ein Fitnessstudio anmelden und dann sagen, oh, da gibt es einen Kurs, Functional Training, oder der Kurs heißt Cross-Training dort, aber wäre eigentlich auch egal, wie man den nennt. Und dann kommen die da rein und es kommen immer mal wieder Leute rein, die halt noch nie in so einem Kurs waren, weil sie halt auch eigentlich die Kurse nur kennen im Sinne von, ja, da vorne ist der Instructor, der macht vor, ich mache nach und ich habe gar keine Chance jetzt irgendwie zu korrigieren. Und ich kann natürlich auch nicht so in die Tiefe reingehen, aber ich kann natürlich den Leuten trotzdem so ein bisschen zeigen, wie und was und functional und so anleiten. Ich sage jetzt mal in so einem Rahmen, wo ich dann, ich bin nicht immer 100% zufrieden, aber ich muss halt einen Schritt zurückgehen und mir denken, okay, ich habe jetzt hier teilweise 15 Leute, was an sich auch zu viel ist, aber es geht halt dann dort nicht anders, weil es die Regeln vom Gym sind. Und auf was ich eigentlich hinaus will, ist, wir machen dann natürlich auch ganz normale Sachen wie im Warm-up Air Squats oder so, oder wir machen auch Goblet Squats. Und ey, das Thema, was wir immer haben, ist Squat-Tiefe. Immer, jede Woche. Mm-hmm. Und die Leute machen die führen ihre Squat-Tiefe einfach nicht annähernd so aus wie, nee, ist zu anstrengend und man soll doch nicht und die Knie über die Zehen und man soll nur 90 Grad und es tut weh und diesen ganzen Scheiß, über den ich mich jede Woche aufrege, aber ich sehe es als meine Aufgabe, nicht nur den Leuten die Techniken richtig beizubringen, die schon sagen, ich committe mich dazu und melde mich in einer Functional Box, CrossFit Box oder bei dir an, sondern auch diejenigen, die eben ganz normal ins Gym gehen, die müssen es auch wissen. Die müssen auch wissen, dass es nicht reicht, bis kurz vor Knietiefe zu gehen, sondern weiter runter. Und da gibt es immer Diskussionen. Also gut, ich lasse da nicht groß mit mir reden. Ich sage, mach so, guck, wie es sich anfühlt, schieb eine Box drunter, schieb einen großen Matball drunter und sag, geh mal runter. Und die können das dann auch. Und freue mich immer, wenn ich Leute da habe, die einen asiatischen Background haben, weil die haben damit die haben gar keine Probleme damit. Die gehen runter, Leute aus dem Ostblock, die haben auch eine geile Hüfte. Ne? Also absolut, ist natürlich immer strukturell determiniert, ne, irgendwo. Ja. Und das ist halt so ein bisschen kultureller Background, so die, da sind die Toiletten anders, die essen in so Positionen, die haben einfach nicht so diesen Komfort mit Stühle und Tische und so weiter. Und dann vergleiche ich das auch immer. Und dann sage ich so, guck mal, hier drüben, der Mohammed, der kann hier super in den Squat runtergehen und das macht ihm keine Probleme, du kannst es nicht. Wer lohnt sich auf jeden Fall dran zu arbeiten, weil deine Gelenke werden es dir in Zukunft auf jeden Fall auch danken. Und das ist was man den Leuten wirklich aufs Auge drücken muss. Und ich bin mir da nicht zu schade, das jede Woche zu machen. Ja, voll, voll gut. Also ich meine, voll, absolut, André, bin da voll bei dir. Das Ding ist halt auch, wie weit sollten die auch runter, ne? Wie du schon gesagt hast, einfach testen, probierst, wie weit es geht. Mit dem Goblet Squat kannst du noch mal eine Zusatzlast dazugeben, damit sie tiefer in die Beuge kommen, sich stabiler fühlen, wenn sie die Kettlebell richtig halten. Ja. Deswegen ist auch der Goblet Squat zum Beispiel eine hervorragende Übung, um den Squat zu teachen. Denn der Air Squat ist natürlich mit wenig Kontergewicht bestückt, absolut, in Anführungszeichen. Absolut. Deswegen tolle Sache, dass du Goblet Squats dann auch einsetzt. Unsere Functional Classes sind toll für die Base. Sind super gut für die Base. Ja, absolut. Also wie gesagt, das Studio würde am liebsten 25 bis 30 Leute in den Kurs reinschicken. Aber ich habe gesagt, boah, ey, bitte deckelt das bitte auf am liebsten 12. Aber naja, es sind 20. Und am Anfang, die ersten paar Jahre, habe ich mich super schwer damit getan. Und jetzt mittlerweile komme ich einigermaßen klar damit, einmal die Woche einen Kurs zu unterrichten, wo dann auch mal 20 Leute drin sind. Und ich denke mir natürlich vorher Übungen aus, wo ich sage, okay, da ist dann die Verletzungsgefahr niedrig und ich kann natürlich, und das weißt du, ich kann natürlich als einzelner Coach gar nicht bei 20 Leuten, das ist zu viel. Also ich kann dann nicht, niemals würde ich Kettlebell Swings machen. Normaler Kettlebell Swing, und ich würde behaupten, dass der Kettlebell Swing für die normale Fitnesswelt schon eine mittlerweile normale Functional Übung ist, aber wir wissen selber, wie stark man ins Detail bei so einer Übung gehen kann.
Und deswegen ist es mir zu schade. Und die Leute fragen manchmal danach, hey, wieso machen wir keine Kettlebell Swings? Dann sage ich so, nee, mache ich nicht mit euch. Die lernen auch, die Kettlebell erstmal aufzuheben, ne, wenn sie es können. Ja. Wahnsinn, nee, das geht nicht. Also das kann ich nicht mit meinem Trainerherz vereinbaren. Kann man nicht beantworten, wenn es so viele sind, ganz klar. Wir brauchen eine Grundlage, und wenn es dann ein Kurs ist, wo immer die Kursteilnehmer wechseln, also wenn es eine Open Class ist oder sowas, dann wird es natürlich noch schwieriger als Coach. Deswegen ist man dann limitiert auf das minimalste Werkzeug, was man hat, ne? Ja, ist so. Ja. Und natürlich, es ist viel Bodyweight, es ist viel so, die Leute sagen, ja, früher habe ich auch dieses Freeletics und Zeug gemacht. Dann sage ich so, ja, es geht so in die Richtung. Aber lieber ist es mir dann manchmal echt, keine Air Squats zu machen, sondern einfach eine Kugel vor die Brust, dann ist die Haltung schon mal besser, die kommen tiefer runter und merken gar nicht, dass sie runterkommen, weil das Gewicht einfach durch die Gravitation und so weiter nach unten geht. Und dann bin ich dann am Ende des Tages auch ein bisschen glücklicher. Aber wenn ich eine Functional Class habe oder wenn ich eine Barbell Class habe oder eine Kettlebell Class habe, wo ich dann einfach so 5, 6 Teilnehmer habe und ich kann auf jeden individuell eingehen, da bist du natürlich ganz anders drauf, weil dann siehst du natürlich auch den Progress und die Leute kommen dann jede Woche und dann siehst du halt nach 10 Wochen Grundlage, okay, das ist jetzt ein Swing, das sieht gut aus, und am Anfang, da war das mit dem Absetzen und Setup und so schon Katastrophe, jetzt läuft es. Und dann denke ich mir manchmal auch so, ey, wenn ihr wüsstet, wenn ihr in einem arbeiten würdet, was ihr für einen Fortschritt machen würdet, aber ja, muss ja jeder selber entscheiden, wie viel Geld er im Monat für sowas ausgeben will. Absolut, absolut. Ist nicht in unserer Verantwortung. Du warst ja, du hast Louis Simmons kennengelernt, richtig? Nee, Louis, in dem Jahr, wo ich nach Columbus, Ohio bin, ist der gestorben, leider. Oh shit, es war in dem Jahr. Ah, okay. Es war genau in dem Jahr, aber ich war bei Tom Barry, demjenigen, der ihn immer interviewt hat, auf allen DVDs, und der ist der CEO jetzt, also er ist der Chef. Okay. Und er hat den Laden sozusagen übernommen mit Mac und noch ein paar anderen vielen, die man da in dem Moment nicht gesehen hat, aber ich habe mit den beiden Jungs, habe ich da eine ganze Woche mich ausgetauscht mit Tom, 2 bis 3 Stunden über Strength and Conditioning philosophiert, auch über die Conjugate Method gesprochen, ich habe ihm viele Fragen gestellt, er hat mir auch Fragen gestellt zu unserem Vorgehen in Deutschland, wie wir arbeiten, wie wir es machen, und dann habe ich mit den Jungs mittrainiert. Vorstellen. Wie bitte? Konnte der sich das vorstellen, wie sowas in einem anderen Land auf einem anderen Kontinent abläuft? Ja, also die haben schon einen großen Respekt vor uns Deutschen hier. Ne? Also die haben schon echt Respekt, muss man schon sagen, weil wir haben ja auch klasse Wissenschaftler gehabt und auch klasse Practitioner, Coaches. Also von daher, die Louis Simmons verwendet ja auch, hat auch viele, viele Ansätze mitverwendet, die aus Deutschland kommen, ne? Aus Ostdeutschland vor allen Dingen. Ja. Und ja, also ich bin da wirklich ein bisschen ins Detail mit ihm, und wir haben auch über eine Kooperation gesprochen. Das war richtig cool, dass er so offen ist dafür. Genau, also deswegen die Konzepte. Deswegen war er dann auch bei uns auf einem Speaking-Event mit dabei und hat für 40 bis 50 Coaches gesprochen. Das war richtig gut. Und dann hat er die Conjugate Method of Training nach Louis Simmons vorgestellt. Und für mich war das dort auf jeden Fall nochmal eine sehr, sehr große Bereicherung und sehr viel Bestätigung für das Arbeiten oder die Arbeit, die wir hier leisten, aber eben auch komplett auch eine neue Sphäre entdeckt und auch daran gewachsen. Ja, also ich musste auch aus meiner Komfortzone raus, ja, auch vor allen Dingen, als ich mit denen trainiert habe. Ja, krass. Ja, genau. Ich hab gelesen, aber da du ja dort warst in den Heiligen Hallen, wollte ich nochmal fragen, man schreibt einfach vorher eine Mail und sagt, ich habe Bock vorbeizukommen, habt ihr Lust, mir das beizubringen, oder wie läuft das ab? Also ich habe so viele Sachen gelesen, aber ich glaube einfach gar nichts davon. Du warst dort. Wie ist der Kontakt da zustande gekommen? Ah, der Kontakt kam über Jim Slicer. Er war das erste Mitglied von Westside. Er hat mit Louis und 2 anderen als erstes trainiert. Deswegen der Kontakt war kein Problem für mich. Aber ich würde behaupten, es ist nicht so einfach, da reinzukommen. Auch wenn es vielleicht mal das eine oder andere mal liest, dass, also erstens stellt Westside extrem viel Wissen zur Verfügung, weil es Louis eine Philosophie war, Wissen rauszugeben, Athleten können vorbeikommen, sich zeigen, beweisen, und er war natürlich auch immer aus darauf, die Spitze der Athleten bei sich im Gym zu trainieren. Er wollte auch nur die Besten, er nimmt keinen Durchschnitt und Unterdurchschnitt sowieso nicht, oder hat es nicht genommen, sagen wir es mal so.
diese Athleten. Und aber zum Lernen durften alle kommen sozusagen, ne? Aber diese Sessions, die da durchgeführt wurden, das war nur ein ganz, ganz kleiner Kreis. Ein kleiner Kreis von den wahrscheinlich verrücktesten Liftern, die es auf diesem Planeten gibt. Ja, deswegen fliegen ja auch alle aus allen Kontinenten zu Westside in dieses dreckige kleine Gym, um von den Menschen zu lernen. Ja, also es ist grandios. Grandios. Ja. Also das Feeling ist unendlich gut. Die Energie da drin ist unendlich gut. Ja, und deswegen, um dir die Frage genau zu beantworten, ich bin mir nicht sicher, ob man so einfach da mittrainieren kann. Ich hatte das Glück, über Jim Sizer reinzukommen. Ja. Ich habe mir nicht den Aufwand gemacht, um nochmal zu gucken, wie, was, wo, wann, sondern ich habe gesagt, pass auf, ich ziehe den Joker über Jim. Und ich habe es geschafft, sogar knapp 3 Stunden dadurch mit Tom sprechen zu können. Und dann war ich auch bei Einzeltrainings, als Dante trainiert hat, ein BJJ-Champ, war ich mit dabei, hospitiert, habe mir das alles angeguckt, welche Dinge er benutzt hat. Und ja, glaubst was, er hat auch Earthquake Bars natürlich benutzt, ganz klar, gefahren. Und die Trainingsstruktur habe ich gesehen, ich habe sie miterlebt, ich habe das Conjugate-System in 3 Sessions gespürt, wie das jetzt etwas adaptiert zu den Methoden oder zu den Vorgängen, den Louis hatte, immer habe ich gespürt, ich habe mit den Jungs trainiert und da hatte ich auch einen Höllenritt an einem GPP-Training, wo wir mit der Safety Squat Bar 15 Minuten Loaded Carry gemacht haben. Das war der Höllenritt, der mich mental komplett auf ein neues Level bewegt hat. Komplett, weil ich nach 50% der Strecke eigentlich nicht mehr konnte und einfach weitergemacht habe. Und ich auch nicht wusste, dass ich 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten laufen muss, sondern ich dachte, es ist nach 5 Minuten vorbei, das Ding. Aber es war dann einfach mal die doppelte Strecke mit knapp 80 bis 90 Kilo auf meinem Rücken. Hm. Und ich bin ja eigentlich ein Leichtgewicht so weiter, hatte ich glaube ich 70 Kilo oder so. Das war widerlich. Und hinter dir war ein Büffel von Westside, der ist dir hinterhergerannt. Und ich wollte natürlich nicht die Bar droppen. Ich wollte natürlich nicht nachlassen. Ich habe durchgezogen, Mann. Bin völlig zusammengezogen am nächsten Tag aufgewacht. Aber das war richtig gut für mein Mindset. Ich habe meinen Shift in dem Moment geschafft. Ich bin wirklich eine Stufe nach oben gesprungen und weiß wirklich, was mentale Härte bedeutet mal wieder. Ich meine, ich dachte, ich weiß, was mentale Härte ist. Aber das Training bei denen hat mich nochmal wirklich sofort angehoben. Deswegen, es lohnt sich auch, da vorbeizugehen. Und mit Sicherheit gibt es eine Chance, weil jetzt auch ein Kollege, ein Sportwissenschaftler, scheinbar dort war und es auch geschafft hat, zumindest im Gym zu trainieren. Ich denke nicht, dass es normal ist, zu hospitieren. Ich denke auch nicht, dass es normal ist, mit ihnen zu trainieren direkt, sondern einfach, du kannst im Gym trainieren. Das kann mit Sicherheit jeder. Diese Maschinen sollte man mal gesehen haben. Gerade die Reverse Hyper Kollektion ist unfassbar gut. Aber auch der Incline Curl, die Maschine und diese vielen Oldschool-Maschinen, die praktisch nirgends stehen, mal zu testen sind, ja. Die man natürlich auch nicht bedienen kann, wenn man nicht weiß, wie. Ja, voll. Ich habe eine Hanging Leg Lift Machine gesehen. Du gehst da rein und dann machst du ein Hanging Leg Race sozusagen mit so einem Griff. Habe ich vorher auch noch nicht gesehen gehabt, aber ich bin mit Maschinentraining auch ein bisschen hinten dran, muss ich sagen. Was ist, die alten Maschinen kenne ich, die neuen weiß ich nicht, wie sie mittlerweile ausgebaut sind. Auf der FIBO habe ich aber solche Maschinen auch nicht kennengelernt, obwohl bei uns immer wieder auch Kopien und so weiter neben uns standen. Ja. Aber da gab es schon ein paar Maschinen, die waren wirklich grandios und es ist immer beeindruckend, auch persönliche Erfahrung, Reverse Hyper. Den kannst du einfach sehr falsch ausführen. Du kannst den wirklich sehr falsch ausführen. Und ich habe die Anleitung. Kannst du ganz kurz mal für Nichtwisser, du hast ja eine bei dir im Gym auch, ne? Ich habe die Westside Reverse Hyper Maschine, genau, den Scout Hyper, das ist ein kleines Gerät. Kannst du kurz mal skizzieren, wenn jemand nicht weiß, was es ist, wie, in welcher Position man da drin ist, wie das dann läuft? Ja, also es ist praktisch ein Pendel unten mit einem Gürtel und oben hast du ein großes Kissen. Und du liegst auf diesem Kissen mit dem Oberkörper und vorne hast du den Griff. Das heißt, du liegst mit dem Oberkörper drauf, du wirst ungefähr Rippenkäfig drauf haben, vielleicht auch ein bisschen von der Brust und dann nach unten hin bis zur Hüfte bist du gestützt, liegst bäuchlings auf dem Teil, tust die Füße in diesen Gurt rein und dann hebst du praktisch, als ob du so eine Superman-Bewegung mit den Beinen, wenn du jetzt auf dem Bauch liegst, die Beine anhebst zum Beispiel. Das ist dieser Pendel, der dann stattfindet und du knickst halt in der Hüfte,
in die Beuge und auch wieder in die Streckung. Und ultimativerweise traktierst du sozusagen Wirbelsäule, Hüfte, also Hüfte ein bisschen weg von der Wirbelsäule mit jeder Pendelbewegung, während du aber die Spannung hältst. Hm. Und das, diese Druckentlastung, so nennen wir das, im Bereich der Wirbelsäule und Hüfte, ist halt Gold für den Rücken, wenn man es richtig ausführt, kontinuierlich Spannung auf dem Gürtel hält, kontinuierlich Druck auf dem Kissen hält und die Griffe zu sich zieht, dass wir sozusagen den Lat zu den Po-Backen ziehen, also den breiten Rückenmuskeln zu den Gesäßmuskeln ziehen, dabei aufgespannt bleiben und dann auch noch aufgepasst, mit den Füßen permanent geschlossen, gestreckt gegen den Gürtel pushen. Das heißt, die ganze rückwärtige Kette ist aufgespannt. Stell dir vor, du hast einen Pfeil, den spannst du in den Bogen ein und du spannst den Bogen massiv auf. Das heißt, du bist die ganze Zeit aufgespannt in der Bewegung, wenn du den Pendel nach oben bewegst natürlich. Nach unten ist es genau das Gegenteil. Dann kontrahiert letzten Endes die vordere Kette, während du aber Spannung auf der hinteren hältst. Und das habe ich am Anfang nicht verstanden. Das habe ich am Anfang nicht verstanden. Und jetzt natürlich schwer, hier ganz virtuell per Audio das zu teachen. Normalerweise gehst du da drauf und es gibt drei Bezugspunkte, Gürtel, Pad und Griffe. Und wenn du das hast und dich dafür verbindest mit, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Dann machst du den Pendel einfach ganz easy. Ich habe am Anfang mit 5 Kilo pro Seite begonnen und das war schwer für mich. Aber du brauchst ja auch Feedback. Wir haben ja vorhin über, ich sag mal, die zentralnervöse Sicherheit gesprochen. Also das muss natürlich sicher sein. Also spann dich an, greif zu, aber und das Feedback des Pendels ist wichtig. Also das Gewicht, die Load-Einwirkung. Heute mache ich es mit 90 Kilo auf 15 Wiederholungen als in jeder Zeit unaufgewärmt. Geil. Die einfach gehen. Du kannst ihn nicht schwerer beladen als 90 Kilo. Das ist der Nachteil bei dem Scout Hyper, weil er klein ist, weil er zusammenfaltbar ist. Aber es ist ein grenzgeniales Gerät, weil es, finde ich, optimal durchführbar ist an diesem Gerät. Ich habe auch schon die größeren Maschinen getestet. Bei Westside haben sich auch ganz gut angefühlt. Die kannst du natürlich komplett beladen bis x Kilo. Aber der Scout Hyper ist eine ganz klare Empfehlung. Also wenn jemand einen Reverse hat, also sind auch öfter auf Kleinanzeigen unterwegs, weil die Leute nicht klarkommen mit. Die kommen nicht klar mit. Einfach holen das Ding, unbedingt, solange es noch nur 500 Euro oder so kostet. Weil die werden immer teurer. Ich habe den damals für 350, glaube ich, gekauft. Jetzt kosten die knapp 500 schon. Also die werden immer teurer, die Geräte, weil die sind auch schnell vergriffen bei Rogue. Und ich weiß auf jeden Fall, und ich war, glaube ich, jetzt in wahrscheinlich in 3 verschiedenen Studios oder Boxen. Natürlich in Wien, in das Gym, da stehen sehr viele Westside-Dinger drin, weil die Pürzel-Brüder natürlich auch unglaubliche Fans von Louis sind und die, glaube ich, auch mal vor ein paar Jahren ein YouTube-Video von, was weiß ich, wie viele Stunden gemacht haben, wo die mit ihm quatschen und so weiter. Die feiern das natürlich hart. Aber auch ich, wo ich in Wien war, da stehe ich dann so vor den Geräten und dann denkst du dir, ja, okay, wie geht der Scheiß jetzt hier? Keine Ahnung, so, weiß ich nicht. Dann bei dir und dann noch bei einem anderen befreundeten Kollege hier in der Nähe von Stuttgart, der hat die auch drin stehen und dann weißt du, wenn das Ding da drin steht, okay, die haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt, die haben Ahnung davon, die beschäftigen sich damit und das ist schon auch auf jeden Fall, dann weiß man, die sind wirklich in der Materie tief drin, weil selbst wenn du einen GHD in deinem Studio in der Box drin hast, ist ja auch für viele schon schwierig. Ne? Und das ist ja jetzt ein Gerät, das zum Beispiel in der CrossFit-Welt omnipräsent ist, aber super schwierig. Also es ist auch sehr explizit. Du kannst da natürlich einen normalen Rückenstrecker machen, du kannst da einen Sit-Up oder sowas machen, aber allein, also ich tue mich auch immer noch schwer, das zu unterrichten, wenn ich dann, also in der Class habe ich es nie drin, weil ich selber auch Ewigkeiten damit zugebracht habe, die richtige Position zu finden und das so einzustellen, dass es eben für dich passt. Und wir haben das Ding von Rogue bei uns drinstehen und es ist geil. Aber ich habe extrem Schwierigkeiten am Anfang gehabt, das zu bedienen. Und selbst erfahrene Crossfitter sagen, wenn es eine Übung gibt, die ich aus dem Crossfit-Katalog gerne rausstreichen würde, dann wären es GHD-Sit-Ups, weil die machen die ja dann in einer Frequenz und in einer Häufigkeit und dann noch mit Matball und so weiter, wo die sagen, das ist einfach nicht mehr gut, es fühlt sich einfach nicht mehr gut an. Das ist einfach zu viel. Ja, genau. Und nochmal um kurz anzufügen zum Reverse Hyper. Die Maschine ist zwar sehr klein und sehr mobil und kannst jetzt nicht so extrem schwer beladen, aber es reicht aus, um den Stress aus der Wirbelsäule zu nehmen. Es reicht aus, um die Posterior Chain so adäquat zu trainieren, weil du kannst ja auch Tempo-Raps machen. Da reicht das Gewicht allemal.
Es reicht aus, auf jeden Fall Druck zu entlasten, die Posterior Chain endlich aufzutrainieren. Das war für mich der Switch in meinem Game für Kreuzheben, für Squats. Das ist meine Assistenzübung, die mich am Leben hält, weil wir immer, ich sage jetzt einfach mal, kompressionsdominant trainieren. Die Wirbelsäule wird immer vertikal beladen bei uns irgendwo und das nimmt den Stress raus. Das heißt also, es ist eine aktive Recovery-Maßnahme vorher, nachher bei uns. Es ist in unseren Warm-ups drin und es ist im optimalen Fall am Ende auch nochmal drin. Und du kannst ja noch viel mehr mit dem Ding machen. Du kannst Rows machen, Single-Arm-Rows mit dem Pendel. Du kannst Rotational-Rows machen. Du kannst Leg-Extensions machen, wenn du dich auf das Pad oben setzt und dann deine Beinstrecker trainierst. Du kannst unzählige Übungen. Matt Wenning habe ich gesehen, der macht auch Trizeps-Extensionen, legt sich drunter und macht seine Trizeps damit. Also du kannst so viele Dinge machen. Ich habe auch jemanden gesehen, der hat das als Umlenkrolle, warum den Reverse Hyper, wurde missbraucht, der Reverse Hyper, für einen Kabelzug, einen individuellen, um Bizeps-Curls und so ein Zeug zu machen. Also man kann einfach mal googeln, dann gibt es so YouTube, da gibt es so viel gutes Zeug auch zu finden auf YouTube, wie man den Reverse Hyper noch weiter nutzen kann, den Scout Hyper oder halt einen größeren. Also der ist sehr vielseitig, ich liebe ihn, wir benutzen ihn, er nimmt wenig Platz im Gym weg und er ist extrem vielseitig für unsere Warm-Ups, für unsere Accessories und auch für unser Conditioning. Ja. Geil, sehr geil. Okay, sag mir mal, wie viel Zeit wir jetzt noch haben. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal 15 Minuten, oder? So. Okay, sehr geil. Ja. Okay. Am Ende, als Vorschau für dich, habe ich drei Abschlussfragen, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Das sind dann auch so Sachen, die so ein bisschen übers Training drüber hinausgehen. Aber ich wollte nochmal zu einem Punkt zurückkommen, den ich am Anfang der Folge mal kurz erwähnt habe, und zwar dieses, ich meine, du bildest ja Trainer aus. Ja. Und du hast natürlich auch Mitglieder, die bei dir in die Kurse gehen. Klar, du hast ja auch Kosten und die Leute wollen regelmäßig zum Training kommen und so weiter. Wie siehst du das Thema, weil du bist ja jetzt auch du bist jetzt ein paar Kilometer weiter weg von, aber es ist immer noch Süddeutschland. Wie siehst du das Thema international und vielleicht auch so regional, Süddeutschland, Norddeutschland, was das Thema angeht? Wie viel Geld gebe ich als deutscher Bürger für das Thema Fitness und Gesundheit aus? Es wird mehr. Es wird definitiv mehr. Wie viel es genau ist, meine Projektarbeit beim Betriebswirt war damals über den Vergleich gerätegeführtes Krafttraining versus funktionelles Training. Und da hatte ich eine Studie von Deloitte drin, wo Fitness der beliebteste Sport 2017 war. Aha. Vor Turnen in Deutschland. Das heißt, die Deutschen machen Fitness ohne Ende. Ja. Die geben auch Geld aus ohne Ende. Nur die Segment- bzw. das Pricing, Discount, Marktpreis, Premiumpreis, so, wenn man nur drei Stufen nennt, das ist ganz unterschiedlich. Also die Sensibilität dafür ist geschaffen worden. Die Leute sind sensibler, die wissen, dass sie ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen sollten. Und da führt kein Weg an dem Thema Fitness irgendwo vorbei. Wie man es macht, entscheidet jeder selbst. Auf jeden Fall wird mehr in Coaching investiert. Das haben wir gespürt. Die Menschen investieren mehr in Coaching. Wie viel Geld jetzt genau ausgegeben wird, kann ich dir tatsächlich jetzt nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass die Leute 3.500 Euro für eine Ausbildung für Kraft- und Konditionstraining ausgeben. Das hätte ich früher nicht gedacht, dass sie das ausgeben. Das geben die heute aus, die Coaches, weil sie besser werden wollen, weil ein Bedarf da ist an Coaching für Kraft und Kondition. Ja. Und dann liegt es am Coach selbst, wie werden die Programme strukturiert, wie werden die aufgebaut und mit welchem Tool. Ne? Also deswegen, verwaschene Antwort vielleicht ein bisschen, aber ich kann nur von dem reden, was ich gemacht habe, was ich spüre, was ich sehe. Ich habe jetzt keine Statistiken vor mir. Ja. Aber meine Arbeit 2017 war auf jeden Fall für mich auch erhellend, dass eben in Deutschland wirklich Fitness-Turnen überholt hat. Fußball. Also Fitnessstudio-Anmeldungen sind mehr als die Anmeldungen beim DFB kategorisierte Fußballer. Und deswegen kannst du sagen, der Markt boomt. Auch wenn es durch Corona komplett eine leichte Verschiebung irgendwo gab, das holen die alles jetzt wieder auf. Ja. Entsprechend dessen, der Bedarf ist sehr, sehr, sehr da. Der Markt ist noch lange nicht satt. Der Markt möchte mehr. Die Leute werden affiner für gesunde Bewegung, nachhaltige Bewegung. Und ich glaube auch einfach, ich glaube, niemand möchte freiwillig ins Krankenhaus durch schlechte Gewohnheiten.
Und die Leute wollen bessere Gewohnheiten installieren. Und ein guter Coach kann dir natürlich abseits von der Bewegung, von der Physiologie, in Anführungszeichen, kann er dir noch mehr Inputs geben oder weiterempfehlen. Beispielsweise kooperiere ich jetzt in Zukunft mit der Healversity. Wenn alles gut klappt jetzt, wird es auch Podcasts geben. Da geht es um Epigenetik. Das heißt also, wir gehen etwas weiter, wir gehen etwas tiefer rein, von der Zelle heraus, von noch weiter drin, die DNA rein und schauen, was ist eigentlich optimal für die jeweilige Person. Also das heißt, man kann das ganze Thema noch weiter spinnen, wie immer. Komplexer geht ja immer, aber am Ende müssen wir als Coaches es natürlich schaffen, den Leuten einen einfachen Zugang zu bieten. Zugang zu bieten, weil das ist auch das, was wir schaffen wollen. Zum Beispiel meine Philosophie ist und mein Why ist, in der Akademie die besten Coaches auf den deutschen Markt zu spülen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Ich möchte diesen Mehrwert generieren. Was die dann machen, ist mir schon sehr wichtig. Das ist mir schon verdammt wichtig. Dafür trete ich an Tag ein, Tag aus und mit meinem Team. Und was dann aber passiert hinten raus? Wir wissen, was wir zu tun haben, was Fitness und Gesundheit betrifft. Wir wissen, was wir zu tun haben, was vielleicht auch die Expertise betrifft, das an die Leute zu vermitteln, nämlich einfach, nicht zu fachkompetent, nämlich einfach und verständlich, auch im Coaching-Prozess, verbal und taktil. Genau, weil wie gesagt, ich überlege mir das auch immer und ich habe ja vorher schon kurz erwähnt, dass ich auch in normalen, konventionellen Studios unterwegs bin, auch wenn ich mal vielleicht irgendwo in irgendeiner Stadt bin und trainiere und so, gucke ich mir natürlich an, wie die Mitglieder dort trainieren oder ob sie betreut werden oder nicht. Und es gibt ja ganz viele Konzepte, die auch schon damit arbeiten. Ich glaube, in Köln gibt es eine Studiokette, die personallos arbeiten möchte. Die sagen dann, okay, 24/7 ist offen. Und ich sehe das eher so, dass die Leute dann ja, klar, die können da trainieren, aber es ist eher wie so ein Hallenbad. Ja? Du kaufst dir eine Mitgliedschaft, gehst da rein und dann schwimmst du halt. Und es guckt dir auch keiner danach, wie deine Technik ist, sondern die gucken nur, dass du nicht absäufst. Und im Studio personallos, dann ist es halt einfach so, dass die dann gar nicht mehr großartig nach dir schauen, weil einfach keiner mehr da ist. Und auf der anderen Seite haben ja dann wir als Coaches die Möglichkeit zu sagen, okay, du kannst bei mir ins Online-Coaching reingehen oder ich komme mit dir in das Gym rein und es stört niemanden, weil ich kann dich dann anleiten, du hast die Mitgliedschaft. Also für uns auch nochmal eine Möglichkeit, dass der gute Trainer sich durchsetzt, weil der normale Angestellte, wie auch immer wir diese Person nennen wollen, in einem Fitnessstudio, die sind ja keine Coaches. Ne? Also selbst wenn die eine B-Lizenz durchlaufen haben, ist es ja immer nur der erste Step und die haben die Basics und so. Das heißt noch lange nicht, dass die wissen, wie die mit den Leuten umgehen können und so weiter. Deswegen, ja, auf der einen Seite könnte man denken, boah, wenn es da so personalloses Studio und keine Betreuung auf der Fläche und so weiter, das ist ja Katastrophe, grauenhaft. Aber jeder, der dem das wichtig ist, der schaut sich ja auch ein bisschen danach um und sagt, wenn ich jetzt hier mich auf einen Marathon vorbereite, dann hole ich mir jemanden, der mich da coacht und der mit mir eine Laktatmessung macht und Laufschule und was auch immer. Und genauso halt in unserem Bereich auch. Und klar gibt es viele, die dann einfach so ein bisschen rumspielen und da eine Kettlebell mal nehmen und sich YouTube-mäßig was reinziehen und so. Aber ja, also ich hoffe, dass da relativ schnell auch so ein bisschen die Erkenntnis kommt, das funktioniert nicht, weil richtig Spaß machen diese erklärungsbedürftigen Tools auch nur, wenn man es richtig bedient und ansonsten, die nehmen die Kettlebell in die Hand, machen irgendwas und denken sich so, was soll das groß bringen? Ich bleib bei meinen Kurzhanteln. Ja, es autokorrigiert sich auch, André, ne, am Ende. Wenn sich jemand wehtut, dann spätestens dann klopft jemand vielleicht bei dir an oder in der Gegend und sagt, du, pass auf, ich brauche mal ein bisschen Hilfe, wenn meine Schulter zwickt oder ich brauche ein bisschen Hilfe, mein Rücken tut mir gerade weh. Ja. Und dann stoßen auch irgendwann vielleicht die Autodidakten sozusagen an ihre Grenze. Ist ja so. Und dann, wenn der Schmerz groß genug ist, dann handelt man dann doch. Entweder die hören dann damit auf, was schade wäre, oder sie sagen halt, oh, komm, und dann YouTuben sie vielleicht mal und dann, wenn wir dann ein YouTube-Video gemacht haben, wenn wir hier einen Instagram-Post gemacht haben und so, dann stoßen die halt dann auf die Experten, hoffentlich. Und dann sollten sie natürlich auch bereit sein zu sagen, ich investiere da, weil das sind einfach gut ausgebildete Menschen, die wollen mir gut tun und die können mir definitiv mehr helfen als der Arzt oder der Physiotherapeut, weil diese Gruppierungen, die haben einfach nicht die Zeit. Die haben durch das System einfach nicht die Zeit, da so einen positiven Einfluss zu nehmen. Und wir nehmen uns die Zeit, aber natürlich müssen wir uns das auch bezahlen lassen, weil dafür sind wir einfach zu gut und da können wir das Ganze nicht umsonst rausballern. Und es gibt ja auch
unterschiedliche Zielgruppen. Ne? Der eine sagt, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Dann ist es halt auch so eine Schleife. Dann ist es so das Schwimmbad, wie du gesagt hast. Ja. Es gibt auch die Leute, die sagen, ich habe gedacht, ich brauche es nicht, aber als jetzt habe ich einen Schmerz entwickelt. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mal Hilfe brauche. Ja. Und dann gibt es die Leute vor dem Sommer, die sagen, ich möchte mal in Shape kommen und ich gehe mal so ein Projekt an. Und das sind ja so die Chancen für die Coaches dann da draußen, um zu sagen, pass auf, wir attackieren gemeinsam und wir kicken jetzt mal hier eine richtige Delle ins Weltall, um dich mal weiterzubringen. Und danach ist der Flow vielleicht da, wenn man es gut gemacht hat. Also natürlich muss man überzeugen als Coach, ne? Man muss auch was schaffen. Das Ergebnis ist ja wichtig. Ja, definitiv. Ja, das stimmt, das ist richtig. Genau, ich komme mal zu den Fragen. Ja. Ich bin jetzt schon gespannt über die Antworten. Frage Nummer 1. Hast du tägliche Routinen, die du immer abspulst, ohne die du nicht kannst, die dir so gut tun, dass du sagst, brauche ich? Ja. Um 4:30 spätestens aufstehen und Sachen abarbeiten, bis mein Sohn aufsteht. Weil meine Zeit hat sich verschoben. Das ist die erste neue Routine, die ich etabliert habe, weil ich normalerweise ein Frühaufsteher war oder mich dazu entwickelt habe. Und wenn man dann Kids hat, dann wird es dann schwierig, denn die Morgenzeit ist auch meistens dann die Zeit, die man dann auch nur hat, wenn man dann wieder auf die Arbeit geht mit den Kindern. Und deswegen ist mir die auch extrem wichtig, dass es ein wichtiger Tagesabschnitt ist, mit meinem Sohn aufzustehen, gemeinsam ihn vorzubereiten, Frühstück etc. und dann rauszugehen, Kindergarten zu bringen. Und danach kann ich erst weiterarbeiten, dann wird es halt später. Deswegen ist es für mich wichtig, wenn die Welt schläft, dass ich aktiv sein kann. Das ist für mich enorm wichtig, weil ich da meinen Fokus enorm schärfen kann, sagen wir es so. Ich kann mich sehr scharf auf Dinge konzentrieren. Und was heute ein Mangel ist, bei, denke ich, ganz, ganz vielen, deswegen werden ja auch Coachings immer wieder gekauft, weil sie jemanden brauchen, der dich in die Spur bringt, der dich fokussieren lässt auf spezifische Aufgaben, Bereiche oder Ziele. Und das ist bei mir ganz genauso. Ich bin immer in einem Coaching. Ich bin gerade auch in einem Mentoring. Ich lasse mich immer coachen. Das ist für mich enorm wichtig. Aber auch selbst sollte man umsetzen und sich selbst treu bleiben. Und das schaffe ich auch nicht immer, weil es kann ja immer was dazwischen kommen. Und dann muss der Plan, meine Routine sieht dann so aus, dass ich mich gut abspreche mit meiner Frau, um pünktlich passend da zu sein, weil wir haben 2 Kids, um dann immer einen schönen Wechsel zu haben mit allem. Ja. Und ich habe echt gut mit meiner Frau, weil sie macht wirklich den großen Teil. Ich würde meinen Kopf wahrscheinlich riskieren, wenn ich jetzt was anderes sagen würde. Deswegen, ja, genau. Aber auch wirklich so, die Routine, also da muss eine Struktur rein. Und die habe ich, die Struktur. Aber ich würde gern auch mehr schaffen. Ich würde gerne produktiver sein. Deswegen arbeite ich auch an mir. Ich arbeite an mir, um da ein bisschen effizienter zu sein. Um am Ende die Effektivität zu steigern. Geil, geil, sehr geil. Ja, also ich stehe früh auf und versuche, meine wichtigste Routine ist frühes Aufstehen, etwas abarbeiten, fokussiert abarbeiten, was mir wichtig ist, was weg muss, was erledigt werden muss. Dan Jones sagt Shark Habits dazu, das heißt, wenn etwas kommt, fress es gleich auf, ja, dass es weg ist, das darf dich nicht stören. Geil. Die nervigsten Dinge zuerst weg. Ja. Und dann noch der Powernap. Den mache ich schon seit knapp, 18 bis 20 Jahre. Aha. 20 Jahre sind es mittlerweile. Powernap zwischen 8 und 22 Minuten irgendetwas. Okay. Manchmal auch nur 6 Minuten. Aber ich brauche diesen kurzen Reset-Schalter zwischendurch, wo alles still ist um mich herum und ich einfach die Augen schließen kann. Geil. Ich habe noch einen Daily Primer. Wenn ich merke, ich komme aus dem Fokus, ich habe keinen Fokus, dann gehe ich an einen stillen Ort, mache die Augen zu, konzentriere mich auf das, auf glückliche Momente in meinem Leben, sehr glückliche Dankbarkeit, pack die an, tauch da ein. Das dauert 5 bis 10 Minuten, dazu ein bisschen Atemtechniken und dann bin ich wieder auf einem anderen Level, auf einer anderen Frequenz unterwegs. Mega. Das sind so Dinger, die habe ich jeden Tag. Also frühes Aufstehen, Daily Primer und Powernap. Das sind die wichtigsten Dinger bei mir. Sehr gut, sehr wertvoll, sehr wertvoll. Mega. Okay, nice, gefällt mir, sehr gut. Also das ist meine Lieblingsfrage, weil da kann ich so viel immer mitnehmen von allen Leuten, die ich, und jeder sagt ein bisschen was anderes. Und klar muss man da für sich was finden, was gut passt. Und jetzt habe ich wieder neue Sachen gehört.
bin ich da. Bin ich schon wieder sehr dankbar. Ja. Dann kommen wir zu einer bisschen lockeren Frage, aber ist auch immer cool, weil auch ein Hobby von mir. Gibt es einen Lieblingsfilm, Schauspieler, wo du sagst, boah, den kann ich mir immer reinziehen, den kenne ich auswendig, liebe ich den, das ist ein Klassiker für mich. Gibt es da was bei dir? Die Götter müssen verrückt sein, ist der Lieblingsfilm. Okay, glaube ich, kenne ich den nicht. Kenne ich den? Das ist der, der ist uralt. Da, das ist, in Afrika spielt der und da fällt eine Colaflasche vom Himmel runter und der Stamm entdeckt diese Colaflasche. Kenne ich, und, ja. Und dann sorgt die halt nur für Stress, diese beknackte Glasflasche. Ah, ja, ja. Die Gold Bottle. Das ist mein 80er Lieblingsfilm. Oder 90er Jahre oder sowas? Ja, die Richtung. Mhm. Oh, geil. Muss ich mir aufschreiben. Kenne ich, aber den glaube ich, den muss ich nochmal aufarbeiten. Götter müssen genau. Und Schauspieler, Hugh Jackman, finde ich ziemlich cool. Oh ja, oh ja. Einmal spielt er noch den Logan, ne? Wirklich? Oder? Okay, voll gut. Ah, als Logan ist er natürlich einfach nur perfekt als Wolverine. Ich bin nicht sicher. Eigentlich hat er die Rolle ja... Muss ich ehrlich sagen, damit, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er mich schon komplett, also imponiert mir schon, wie der sich dann auftrainiert hat, wie der dann da stand, wie der das gespielt hat. Also ich liebe Marvel Comics seit, ich habe ja alle Bücher, Karten damals gesammelt. Das ist total crazy. Ich bin ja 83 geboren und ich glaube mit 6, 7 Jahren ist es dann voll losgegangen, dass so wir da alles schon gesammelt haben. Ja, voll. Mhm. Ja. Ich glaube, er spielt nochmal im Deadpool-Universum, spielt er noch einmal so, weil da habe ich Szenen gesehen, wie er sich nochmal auftrainiert hat und hin und her und das war schon geil. Also ich hoffe, dass es nicht aus irgendwelchen finanziellen Gründen dann doch nicht klappt, aber was da in Hollywood passiert, keine Ahnung, wir sind gespannt. Okay, und letzte Frage, weiß gar nicht, habe ich schon 3 Fragen? Nee, das ist die 3. Frage. Eigentlich weiß ich die Antwort schon, aber trotzdem interessiert es mich nochmal, Musik beim Training. Was am liebsten? Manchmal komplett ohne. Aha. Und also das ist auch wieder mit Fokus. Also eine Fokussache, dass ich keine Ablenkung habe. Also das trainiere ich dann wirklich ohne Musik. Einfach nur den Moment. Stille. In Stille Atmen. Kann man sich weiterentwickeln. Ja. Mit Lautstärke kann man sich nicht weiterentwickeln. Das ist der Nachteil. Ja. Lautstärke treibt zwar an, aber ich finde, da geht Fokus flöten. In der Stille entwickeln wir. Die Gedanken, die uns zuschießen, spüren wir in der Stille. Die spüren wir nicht, wenn es hektisch ist. Die spüren wir nicht, wenn wir von außen Stressoren noch kriegen. Ja? Aber Musik, Hip-Hop, 90er, 80er, Wu-Tang. Mm. Wu-Tang flasht mich. Mm. Bei Konzerten, Ice Cube flasht mich auf Konzerten. Nas flasht mich bei Konzerten. Mm. Ich liebe das einfach. Ja? Rap, Hip-Hop, Oldschool-Beats, aber auch was Härteres. Gerne Breaking Benjamin. Wahrscheinlich sagen es die Leute, das ist doch nicht hart. Das kenne ich jetzt nicht. Breaking Benjamin, Blow Me Away. Geiler Song. Auch mal was von Disturbed und sowas. Also wirklich auch mal ein bisschen lauter und härter. Das geht schon. Genau. Aber vom Prinzip findet man mich immer hier mit Rap, Hip-Hop. Geil. Auch mal R&B. Aber ja, dann eher so ein bisschen chillig dann unterwegs. Ne? Die Antwort mit dem Stille und Fokus, das war das... Bist du noch da, André? Jetzt bist du gerade weg. Ich weiter fortsetzen. Ja. So, jetzt halt. Du warst gerade kurz weg. Ja, ja, ich habe gesehen, das Bild war weg, aber ich habe dich weiterhin gehört. Genau, die Stille und Fokus-Antwort auf die Musikfrage. Die hat mir sehr gut gefallen. Die fand ich richtig gut, weil das ja in Kursen auch immer sowas ist, dass die Leute sagen, ja, hier, spiel mal dies, spiel mal das und mach mal und ich kann nicht ohne und so weiter. Ja, so im Gruppensetting funktioniert das natürlich gut, aber im eigenen Training ist es halt auch oft so, dass man sagt, hey, geil, wenn es einfach mal ruhig ist und wenn es einfach mal still ist, kann man sich besser konzentrieren und lässt sich nicht ablenken. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, dass man sagt, boah, ich habe jetzt noch die letzten 3 Durchgänge und es tut weh und ich will nicht mehr und dann machst du diesen einen Song an, von dem du weißt,
der treibt dich nochmal voran und dann der geht pusht nochmal. Ja, ich glaube da auch voll dran, ne? Wenn du voll affin bist für sowas, dass es sich antreibt, dann mach das Ding an. Ja. Mach das Ding an. Es gibt halt auch Zeiten für Stille, es gibt Zeiten für gib Gas, mach laut. Du hattest gerade was gesagt wegen dem Kursraum. Da will ich nochmal kurz einsteigen, ganz kurz. Ja. Dass es den meisten guttun würde, auch dem Coach, wenn man die Atmung hören würde von den Leuten, wie die atmen. Ja. Deswegen ist es auch ein Argument in Gruppensettings, die Musik auszumachen und einfach die Leute mal atmen zu hören. Ob die überhaupt richtig atmen. Weil wenn wir Power Breathing teachen, dann wollen wir auch das Hissen hören. Wenn wir eine andere Atemtechnik anleiten, wollen wir natürlich sehen, ob diese Atemtechnik kommt oder nicht. Also entsprechend dessen ist die Atmung ja natürlich auch wichtig für den Sportler, weil die meisten bracen sich falsch, die meisten atmen verkehrt herum. Kein Witz, gerade in Stresssituationen gibt es Leute, die atmen einfach verkehrt herum, also nicht mehr biomechanisch. Und das ist natürlich auch ein Nachteil, ja. Deswegen ist es wirklich auch mal gut, in Gruppenkursen die mal zu schocken und zu sagen, pass auf, heute konzentrieren wir uns auf die Atmung, dafür ist die Musik jetzt erstmal aus. Keine Sorge, die kommt wieder, wenn du deinen Atem, wenn du deine Atmung gefunden hast. Ja, ja, stimmt. Genau. Finde ich einen sehr guten Punkt. Ich würde sehr gerne noch viel länger mit dir reden, aber A, weiß ich, du hast jetzt gleich einen Termin und B, ist es ein Grund für eine weitere Einladung. Ja, gerne, sehr gerne, André. Mach ich. Der Olli hat immer viel zu erzählen und ich nehme immer viel mit. Ich schreibe mir immer viele Sachen mit, während ein Gast spricht und ich habe noch nie so viel mitgeschrieben wie bei dir jetzt. Geiler, danke dir. Also, auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ich in deiner Community hier Platz finde und auch sprechen darf. Ne? Also finde ich top. Ja, absolut. Danke dir. Absolut. Es war mir ein ganz wichtiges Ding, dass du hier dabei bist, weil ich da auch immer noch sehr viel lerne und ich mache es ja auch viel aus einem egoistischen Grund, diesen Podcast. wenn man sich selbst lieben kann, dann kann man auch keine Liebe geben, ne, André? Ja, also absolut. Deswegen absolut. Befriedigen, oder? Ja, natürlich, definitiv. Also vielen Dank, dass du da warst. Ich gebe dir jetzt nochmal das letzte Wort. Du darfst nochmal was sagen. Vielleicht gibt es irgendwelche wichtigen Projekte oder was auch immer, was dir einfällt. Und dann sind wir mit einer Stunde 17, 18. Das ist, glaube ich, auch so die Aufmerksamkeit. Aber sie sollten auch bereit sein, zuzuhören. Also Olli, vielen Dank und du darfst noch was zum Schluss sagen. Danke, André. Also mega, dass ich da sein durfte. Wir haben am 6. und 7. April die Secrets of Strength and Conditioning. Das sind so die Geheimnisse, die wir bei unseren Athleten einsetzen, bei uns selbst einsetzen und innovative Programme, zum Beispiel, kann ich jetzt schon mal sagen, Hardstyle Training mit der Mischung Conjugate Method of Training nach Westside Barbell. Da haben wir eine schöne Symbiose und bei den Secrets, die sind am 6. bis 7. April von 10 bis 15 Uhr jeden Tag kostenfrei. Das sind 5 volle Stunden jeden Tag, wo man Wissen auftanken kann, wo man praktikable Lösungen bekommt. Und natürlich, ich würde ganz arrogant behaupten, dadurch einen Wettbewerbsvorteil generieren kann als Coach, wenn man dabei ist. Entsprechend dessen, herzliche Einladung. Wer Bock hat, einfach vorbeischauen. Ambitionierte Athleten sind eingeladen. Everybody else ist eingeladen, um sein Training zu verbessern. Aber auch natürlich Personal Trainer und Coaches vor allen Dingen. Das ist eigentlich auch immer die bei uns die Zielgruppe, sage ich mal, dass wir Coaches weiterhelfen, hatte ich ja vorhin mit dem Mehrwert gesagt. Deswegen herzliche Einladung zu den Secrets of Strength and Conditioning, 6. bis 7. Mega, mega geil. Okay, und zum Abschluss noch, wo findet man dich? Im Internet? Genau, also da gibt es einmal, das ist jetzt echt ein bisschen lang, strength-conditioning-academy.com. Mhm. Einmal alles zu dem Thema SEC und Ausbildung und einmal auf main-fitness.com ist das Shop-System, was wir haben und es bildet gleichzeitig auch alle Produkte, das ganze Portfolio ab. Du weißt ja, wir machen eine Menge, wird da abgebildet, auch auf www.bandbell.de sind wir zu finden. Dort, wir sind der einzige Reseller für Bandbell-Produkte in Europa und wir sind der einzige Ausbilder dafür. Das heißt, wer Bandbell-Bars möchte, schaut auf bandbell.de und findet aber auch auf main-fitness.com die Überleitung dazu. Ja. Sehr geil. Ich werde das auf jeden Fall hier nochmal verlinken. Mega. Und, danke dir. Und du bist auf Instagram ja auch aktiv. Mhm. Wie heißt deine Seite dort? main_fitness_oliver_belewski. Alles ein bisschen komplizierter und länger bei uns.
Es muss unkomplizierter werden. So, jetzt glaube ich, genau, bist du wieder weg. Folgt jetzt. Ja. Studio und Anna und so weiter, an alle Beteiligten. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder, Olli. Ich freue mich, André. Wir sehen uns mit Sicherheit bald. Also wir sind auf der FIBO. Ich weiß nicht, ob du da bist. Ich bin da. Dann kommst du bei uns vorbei und dann treffen wir uns. Wenn ich dich irgendwo am Stand finde, sag Bescheid. Ich bin da. Alles klar. Vielen Dank. Halle 9C51. Halle 9C51. Da sind wir. Yes. Sehr gut. Sehr gut. Wir sehen uns. Olli, vielen Dank. Kann man ein Bild machen, André? Ja, mach mal. Okay. Mach mal. 3, 2, 1. Jetzt kommt das Bild. Und Feuer. Flags. Yes. Gotcha. Danke. Alles klar. Danke. Mach's gut. Wir sehen uns. Bye. Ciao.